Zur Elektrodynamik, bewegter Körper von A. Einstein. Wir haben zu berücksichtigen, dass alle unsere Urteile, in welchen die Zeit eine Rolle spielt, immer Urteile über gleichzeitig Ereignisse sind. Wenn ich sage, jener Zug kommt hier um 7 Uhr an, so heißt dies etwa, das Siegen des kleinen Sieges eine Uhr auf 7 an das Ankommen des Zeugs sind gleichzeitig Ereignisse. Es konnte scheinen, dass alle die Definition der Zeit betreffenden Schwierigkeiten dadurch überwunden werden konnten, dass ich anstelle der Zeit die Stellung des kleinen Sieges meiner Uhr setze. Eine solche Definition genügt in der Tat, wenn es sich darum handelt, eine Zeit zu definieren ausschließlich für den Ort, an welchem sich die Uhr eben befindet. Die Definition genügt aber nicht mehr, sobald es sich darum handelt, an verschiedenen Orten stattfindende Ereignisreihen miteinander zeitlich zu verknüpfen. Oder was auf dasselbe hinausläuft, Ereignis zeitlich zu orten, welche in von der Uhr entfernten Orten stattfinden. Wir konnten uns allerdings damit begnügen, die Ereignis dadurch zeitlich zu orten, dass ein samt der Uhr Koordinatenursprung befindlicher Beobachter jedem von einem zu ortenden Ereignis Zeugnis gewinnen, durch den leeren Raum zu ihm gelangenden Lichtzeichen die entsprechende Ursiegerstellung zu ordnen. Eine solche Zuordnung bringt aber den Übelstand mit sich, dass sie vom Standpunkt die mit der Uhr versehenden Beobachters nicht abhängig ist. Wie wir durch die Erfahrung wissen, zu einer weit praktischeren Festsetzung gelangen wir durch folgende Betrachtung. Befindet sich im Punkt A des Raums eine Uhr, so kann ein in A befindlicher Beobachter die Ereignisse in der unmittelbaren Umgebung von A seitlich werden durch Aufsuchen der mit diesen Ereignissen gleichzeitigen Ursiegerstellungen. Befindet sich auch im Punkt B des Raums eine Uhr, wir wollen hinzufügen, eine Uhr von genau derselben Beschaffenheit wie die in A befindliche, so ist auch eine seitliche Wertung der Ereignisse in der unmittelbaren Umgebung von B durch einen in B befindlichen Beobachter möglich. Es ist aber ohne weitere Festsetzung nicht möglich, ein Ereignis in A mit einem Ereignis in B seitlich zu vergleichen. Wir haben bisher nur eine A-Zeit und eine B-Zeit.